Das Heavy Metal Festival in Wacken ist bereits jetzt schon fürs nächste Jahr ausverkauft. Die Veranstalter teilten mit, alle 85.000 Tickets für das Open-Air-Konzert seien in der neuen Rekordzeit von 4,5 Stunden weg gewesen. Das Festival in Wacken war ja in diesem Jahr durch Starkregenfälle und dadurch entstandene Schlammmassen ein bisschen kleiner ausgefallen als normal. Zehntausende Fans durften wegen der Mengen an Schlamm nicht mehr aufs Festivalgelände. So waren es am Ende nur 50.000, immer noch eine dolle Zahl. Und im kommenden Jahr findet das Wacken Open Air vom 31. Juli bis zum 3. August statt. Und einer der mehr als 50.000 Wacken-Besucher war, Achtung, Islands Staatspräsident Guðni Johannesson. Und unsere Reporterin Nadine Jans hatte Gelegenheit, ihn zum Abschluss des Festivals zu treffen und ein längeres Interview mit ihm zu führen. We have four Icelandic bands at the festival this time. Wir haben diesmal vier isländische Bands auf dem Festival. Das hat es zuvor nie gegeben. Darum wurde ich eingeladen. Außerdem liebe ich Heavy Metal und so wurde ein Traum wahr, dass ich unsere Musiker hier unterstützen konnte und wir der Welt zeigen können, dass wir in Island eine gute und aufblühende Metal-Szene haben. Wie gefällt Ihnen Wacken denn? Ich habe jede Minute genossen. Es ist ein sicheres Umfeld, soweit ich es beurteilen kann. Jeder hier scheint einfach eine tolle Zeit zu haben. Die Musik ist kraftvoll, lebendig, vielfältig. Ich bin kein Fan von allem, von Death Metal zum Beispiel, aber mir gefielen die isländischen Bands und ich habe Iron Maiden auf der Bühne gesehen. Insofern, ich habe jede einzelne Minute geliebt. Wann sind Sie hier angekommen? Wir sind gestern angekommen, direkt nach der Überflutung. Es war etwas matschig, aber du brauchst nur ein paar Gummistiefel und alles ist okay. Wir können das ja mal zeigen. Es ist nicht alltäglich, dass ein Staatsoberhaupt sein Schuhwerk so wechselt. Haben Sie die eigens für das Festival gekauft oder hatten Sie die bereits? Die habe ich schon vorher gehabt. Jede denkbare Art von Wetter kann dir in Island begegnen. Regen, Schnee, Schlammwetter, Sturm. Darum braucht wirklich jeder, der in Island lebt, gute Gummistiefel. Heißt das, Ihnen gefällt das schmuddelige Wetter hier? Ja, schon. Und starken Schneefall. Und dann ist es immer gut, Schuhe wie diese dabei zu haben. Der ganze Wirbel um das Wetter hier in Wacken ist also weniger besonders für Sie. Können Sie da eigentlich nur drüber lachen? Ja und nein. Ich bewundere die Veranstalter, dass sie eine solche Herausforderung so gut gemeistert haben. Na klar, es war eine gewaltige Enttäuschung, dass sie nicht alle Gäste hier empfangen konnten. Aber die Situation war nun mal, wie sie war. Und darum ist es bewundernswert, wie Sie mit den schwierigen Umständen umgegangen sind. Vielleicht noch eine persönliche Frage. Wie kommt es, dass Sie auf Heavy Metal stehen? Keine Ahnung. Mir gefällt die mit der Musik verbundene Kraft. Zum Beispiel, wenn man joggen geht oder trainiert. Oder wenn man eine Rede schreiben muss und nicht weiß, wie man anfangen soll. Mit ein bisschen guter Musik auf den Ohren geht's. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin jetzt auch sehr müde. Wissen Sie, so wie es heißt. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ist das Festival in Wacken bekannt in Island? Ja, ich hatte schon davon gehört. Jedes Jahr reisen etliche isländische Heavy-Metal-Fans hierher und seit Jahren spielen Bands aus Island auf dem Festival. Dieses Jahr erstmals vier, darum war ich eingeladen und fühle mich geehrt, dass ich teilnehmen durfte. Sie kommen nächstes Jahr also wieder? Wer weiß das schon, wenn ich die Zeit habe und wieder vier isländische Bands auftreten. Aber jetzt will ich den Moment genießen. Ich bin wirklich dankbar und zufrieden, dass ich hier sein durfte.